Hallo, liebe YouTube-Welt und grüßt euch meine Twitch-Freunde, die ich quasi gerade noch live gesehen habe, direkt aus vom Twitch quasi ins YouTube gehüpft. Das Miniset ist offiziell announced, es ist passiert, juhey! Das Miniset kommt raus am 3.6., also Donnerstag, nächste Woche Donnerstag, der 3.6. kommt das Miniset raus, wahrscheinlich 19 Uhr, 18, 19 Uhr, ich rechne mit 19. Der Card-Reveal startet morgen, also ob jetzt morgen alle Karten revealed werden oder ob es übers Wochenende geht oder jeden Tag 5, 6 Karten, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht morgen der Card-Reveal los. Es klingt eher so, als würden über die Tage hinweg die Karten revealed werden. Auf jeden Fall, ja, morgen sehen wir also auch die ersten Karten. Das heißt also, unser Giveaway, welches übrigens wert, wir verlosen viermal das Miniset. Dem Link da oben folgen, wer noch nicht mitgemacht hat. Das Giveaway wird also auf jeden Fall am Sonntag aufgelöst, ganz normal, wie wir es geplant hatten. Das passt wunderbar. Es führt in die Höhlen des Wehklagens. Die Höhlen des Wehklagens wurden auch schon vermutet, weil in den Codes von Hearthstone wurden halt die Höhlen des Wehklagens schon gefunden, wie das immer so ist. Man kann das ja durchsuchen irgendwie. Ich nicht, aber es gibt Menschen, die können das. Und da wurden die Höhlen des Wehklagens entdeckt. Das ist eine Instanz aus dem Brachland, also ist bekannt. Also jeder, der WoW gespielt hat, dürfte die Höhlen des Wehklages kennen. Insofern dürften wir viele Bosse oder Diener, die es da gab, als Hearthstone-Karten erwarten. Es kostet 15 Euro oder 2000 Gold. Also der Preis ist exakt derselbe und es gibt 66 Karten. Also 35 einzelne Karten, 31 davon halt doppelt. Also 31 sind halt normale, blaue oder epische Karten, die es doppelt gibt. Und 4 Karten sind Legendaries. Also insgesamt 35 Unique-Karten. Und das macht insgesamt also 66 Karten für 15 Euro oder 2000 Gold. Und ich habe schon einen kleinen Leak gesehen, beziehungsweise wir im Stream eben haben einen kleinen Leak gesehen. Denn hier, also genau hier, gab es eben 3 Buttons. Also hier seht ihr ja, hier ist so ein Button, geschmiedet im Brachland. Hier ist so ein Button, Thralls Buch der Helden. Und es gab eben einen dritten Button, der über die Höhlen des Wehklagens schon war. Und man konnte halt die 4 Legendaries sehen. Nicht mit Effekt, aber man konnte sehen, es gab eine Schildkröte, nämlich Crash. Das war eine Krieger-Legendary für 6 Mana. Es gab einen großen, riesigen Murloc für 7 Mana. Es gab einen Druiden-Legendary für, ich meine, 6 Mana waren es, für 7 Mana, ich glaube 5 oder 6 Mana, glaube ich. Und es gab ein neutrales Legendary, so einen Druiden oder so eine Nachtelfe. Ich glaube, es war eine Nachtelfe, neutral für 3 Mana. Also, Krieger kriegt ein Legendary, Druide kriegt ein Legendary und es gibt 2 neutrale Legendaries. Das wurde quasi, wie gesagt, hier war eben ein dritter Button und da konnte man das sehen. Ich bin gespannt, also es gibt auf jeden Fall also einen Murloc. Ob das auch eine Karte ist, die mit Molochs funktioniert oder ob es eine allgemeine Karte ist, das werden wir sehen. Ich tendiere stark zu Moloch-Support. Die Schildkröte, da hoffe ich natürlich drauf, dass es Control-Worry irgendwie ist. Weil ich meine, verdammt, das ist eine Schildkröte. Ja, beim Druiden kann man es nicht sagen, keine Ahnung. Beim Druiden war das so eine Nachtelfe, so eine Druidin mit so 2 Schlangen. Also in dieser Instanz sind ja so verderbte Druiden und das war halt so eine von denen mit so 2 Schlangen. Da kann man es schwer sagen, was es sein soll. Und die 3 Mana neutrale Nachtelfe kann man natürlich auch nicht sagen, was die macht. Ja, das ist also so eine, das ist vielleicht die interessanteste Infos. Druide, Krieger, Legendary und 2 neutrale, die ich euch hier noch geben kann. Ansonsten, sobald Karten revealed werden, sobald es Infos über das Miniset gibt, neue, die interessant sind, werdet ihr hier so schnell wie möglich, so schnell wie ich kann, wenn ich halt nicht streame, darüber berichtet oder informiert werden. Insofern, ja, lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und macht auf jeden Fall beim Giveaway mit, dafür müsst ihr es ja sowieso machen. Ich freue mich jetzt drauf, jetzt kann der Miniset-Hype beginnen, denn es ist announced, es kommen die Karten, nächste Woche geht's los. Ich bin jetzt sehr gespannt, was die Legendaries denn dann auch so machen. Und natürlich auch die anderen Karten, logisch. Beim letzten Miniset waren die Nicht-Legendaries wesentlich stärker und wesentlich interessanter als die Legendaries. Also die Legendaries sind zwar irgendwie immer die spannendsten, aber es müssen lange nicht die besten und metadefinierendsten Karten sein. Das steht allemal fest. Also,
Wir sehen uns dann bestimmt morgen oder spätestens am Samstag hier zum nächsten Video, wo wir dann über Karten des Minisets direkt sprechen. Ich freue mich drauf, bleib gesund und dann bis bald, ne? Hey, da bin ich nochmal ganz kurz. Ja, ich dachte, ich habe das Bild noch gefunden und ich dachte, das ist ja ganz interessant, warum sollen wir darüber quatschen? Also, hier seht ihr es, die vier Legendaries, die man schon sehen kann. Es sind auch keine Dual-Class-Karten, glaube ich, wenn man genau hinguckt. Genau kann man es vielleicht nicht sagen, aber ich glaube, es sind keine Dual-Class-Karten. Ja, ganz links Krieger, 6 Mana, Schildkröte, 3 Angriff. 7 Mana Moloch mit 4 Angriff, 6 Mana Druidenkarte mit 3 Angriff und 3 Mana Neutrale mit 3 Angriff. Also eins kann man sagen, bis auf die 3 Mana Karte haben alle 3 Legendaries enorm wenig Angriff für ihr Mana. Also alle 3 Legendaries sollten einen recht starken Effekt haben oder unfassbar viel Leben, weil vom Angriff her auf jeden Fall sind sie sehr, sehr schlecht für das Mana, was sie kosten. Das kann man schon sagen, also sie werden eher über ihren Effekt kommen. Also, hier habt ihr nochmal die 4 Legendaries gesehen. Ich dachte, das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Insofern, ja, jetzt bin ich nochmal weg. Bleibt weiterhin gesund und bis bald. Der Rest ist gesagt. Hey, vielen Dank, dass du das Video bis zum Ende angeguckt hast. Unglaublich. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Also das Übliche. Lasst auf jeden Fall gerne einen Kommentar da für Verbesserungsvorschläge, Lob, Kritik, wie auch immer. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn es noch nicht passiert ist, über ein Abo. Sollte man hier irgendwo sehen können. Kostet auch nichts. Außerdem bin ich auf Twitter, Instagram zu finden. Alle Links, auch für meinen Twitch-Kanal, das ist fast das Wichtigste, ne? Täglich fulltime auf Twitch unterwegs. Alle Links unten in der Beschreibung des Videos. Ja, ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Mach's gut und bleib gesund. Ciao.